Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge der Division 2. Und heute geht's ins Potomac Event Center. Eine Story-Mission. Sie müssen uns den Strategen der Outcasts bringen. Ich beziehe Stellung am Haupteingang. Agent, Sie gehen zum nordöstlichen Tor. Wenn das nordöstliche Tor und der Haupteingang dicht sind, kann er nicht raus, ohne einem unserer Teams zu begegnen. Okay, wie komme ich da rein? Agent, da packt ein Fahrzeug auf einem der einziehbaren Poller vor dem Tor. Sie könnten die Poller anheben und das Auto als Rambock verwenden. Wow, nur genau. okay. Warum auch nicht? Was zum Geier? Bleib hier! Ich geh nachsehen! Ich bin drin. Der Haupteingang ist sauber. Alter, ich ziele ja gerade wie. Agent, Sie müssen den Hauptfluchtweg abschneiden. Eliminieren Sie die Boote, die südwestlich Ihrer Position anlegen. Ich behalte den Haupteingang im Auge und sorge dafür, dass er nicht wieder reinkommt. Richtiges Potato-Aiming heute. So, ein bisschen vorrücken. Aha. Verdammt! Hätte den Agent fast erledigt! Ui! Kommt schon. Na? Oh, da ist noch ein Sniper. Irgendwo. Hä? Ah, oder was? Ah ja. Super, weiter geht's. Ja, ich habe jetzt ein Gewehr ausgerüstet, weil das eigentlich ziemlich gut war von den Rolls her. Hallo? Aber Achtung, irgendwie. Echo in der Nähe. Irgendwie vermisse ich aber auch. Zumindest wissen wir jetzt, dass der Stratege zu Hause ist. Ja, irgendwie vermisse ich aber auch die Assault Rifles. Ich habe halt keine gute jetzt für den Level momentan. Ah ja, da rechts. Oh, das ist ja mal sahnig. Ne? Jawohl. Brauch mehr Schutz. Weg mit der Karre. Uiuiui, das läuft ja wie am Schnürchen. So, was haben wir denn hier? Eine Named-Waffe. Oh, schauen wir uns doch direkt mal an. Eine P90. Durch das Töten eines Gegners werden 3 Sekunden lang 15% Rüstung repariert. Ja, ich habe leider nicht so viele blaue Perks. 15% Waffenhandling. Wenn diese Waffe ausgerüstet ist und man sich in Deckung befindet, erhöhen sich Fertigkeiten, Schaden und Heilung 10 Sekunden lang um 25%.
Ja. Modden. Mehr Crit Range ist, glaube ich, gar nicht so schlecht auf einem SMG. Mehr Schaden gegen Elite-Gegner oder optimale Reichweite? Das ist halt ein SMG, nehmen wir mal die Reichweite. Sonst können wir hier gerade nichts modden. Außer den Skin, den lassen wir mal drauf und dann rüsten wir die auch mal aus. Ja, dann haben wir wieder eine Close-Range-Waffe, was gar nicht mal so schlecht ist. So. Da sind jede Menge Feindziele an der Anlegestelle. Die sichern die Boote. Die warten wohl auf den Befehl zum Ablegen. Wenn der Stratege auf eines dieser Boote kommt, erwischen wir ihn nicht mehr. Machen Sie weiter. Sie sind fast da. Ja, ja, ich bin unterwegs. Wir sind die Verfasser. Oh, da oben ist jemand. Hallo. Boom. Mist, jetzt duckt er sich wieder. Okay. Musik ist weg. Nice. Mist. Okay. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, die Waffe. Na komm, guck noch mal raus. Okay, die macht einen Umweg. Nachladen. Hallo. Du bleibst unten. Rennt der denn weg? Autsch. Langsam komme ich in Fahrt. Nice, das hat sich echt gelohnt, die Waffe hier mitzunehmen. Sie sind fast da, Agent. Hoffentlich nicht zu spät. Da jetzt explodiert. Na gut. Okay, hier haben wir ein paar Gegner. Agent, Feindziele bewegen sich zu ihrer Position bei der Anlegestelle. Augen auf. Achtung, ich verzeichne viel Bewegung in Richtung der Boote, aber keine Spur vom Strategen. Jawohl. Okay, weiter. Wo sind sie denn? Ach, da oben. Looter!
Nächster bitte. Okay, das waren die Gegner. Müssen wir noch die Boote hier zerstören? So. Das große Boot. Öffnen und Treibstofftank. Mist, die greifen von allen Seiten an. Ich kann nicht. Agent am Boden. Kelso? Kelso! Scheiße, Agent Kelso antwortet nicht mehr. Verflucht, Kelso. Okay, leichte Planänderung. Die Boote sind Geschichte, also sollte das Ziel noch immer drin sein. Wir müssen dafür sorgen, dass er nicht an uns vorbeikommt. Na gut. Ballern wir uns den Weg rein. Tragbares Gerät erkannt. Ah ja, hier. Was sollen wir mit ihm machen? Wir können ihn nicht gehen lassen. Die Leute wollen Rache. Er ist von der JTF. Ich weiß. Wir müssen ein Exempel statuieren. Öffentlich. Sie meinen, ich muss? Ja, Sie müssen das tun. Ob Sie wollen oder nicht, die Leute schauen zu Ihnen auf. Also müssen Sie sie auch führen. Sie bekommen meine Schuld, die nicht vergessen werden. Ha! Perfekt! Wie vorhersehbar! Ah, von allen Seiten. So, irgendwo hier. Ah ja, da kommt er. Aua! Okay, den hast du zerlegt. Sehr schön. Oh Gott. Wo denn? Ah, da. Treffen wäre halt gut. Noch einer. Mist. Mist, Mist. Aua. Seitdem ich dich dadurch erwische. Ah. Knapp daneben ist immer noch vorbei. So. Ihr Schweinchen. Okay. Okay. So. Mach die Tür auf. Ohne Kelso wird es nicht einfach, den Strategen festzunehmen. Es liegt jetzt an Ihnen, Agent. Lol. Sah aus wie ein Gegner. Halt, hier gibt's ein Phone. Sie müssen durch das Theater. Schneidet ihn. Ich wollte nicht die Munition haben, ich wollte das haben. Mann. Wir haben heute 16 Leute gefangen genommen.
Das macht 34 in 5 Tagen. Viele zusätzliche Mäuler zu stopfen. Wieso ernähren wir sie? Ohne Köpfe. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Wie viel kommt denn da jetzt noch raus? Noch mehr. Cool. Gotcha. Irgendwas ist da noch? Ah, okay. Okay. Soweit, so gut. Waren das Schüsse? Ich habe keine Verstärkung geschickt, Agent. Sie müssen das Gebäude säubern. Wo lang? Da lang. Ich bin nicht tot. Oh, Kelso. Einmal jubeln. Moment. Ist das Kelso? Meine Uhr war hinüber. Oh, Gott sei Dank. Das ist Kelso. Schöner Multikill. Mist. Oh Mann, die Waffe ist gar nicht mal schlecht, ey. Oh Mist. Da. Hatten Sie mir die Leute vom Hals? Lassen Sie sie auf keinen Fall in die Konzerthalle. Jawohl. Warte, das ist ein Telefon. Uns gehen Nahrung und Wasser aus. Und wir haben auch nicht genug Decken für alle. Ja, die Lage ist überall schwierig. Hier sterben Menschen. Ach, was Sie nicht sagen. Das ist die Apokalypse. Ich wette, ihr habt noch Proviant. Klar, ich esse wie ein König. Ihr zeigt Vorräte ab, die für uns bestimmt sind, oder? Sehen Sie mich nicht so an, Mann. Gar nichts zeige ich ab. Ich versuche nur, meinen Job zu machen. Ah, ich glaube, da bin ich mit der Sniper gerade besser. Oh, nicht mit der Pistole, mit der Sniper. Aua! Mist!
Was passiert jetzt? Oh, Feuer! Das weiß ich noch. Feuer entdeckt. Okay, es bleibt aber da. Ich zerlege dich. Mist. Sehr schön. Sieh dich an, in all deiner Arroganz. Du hältst mich für was Besseres und meinst, du könntest uns einfach töten? Oh. Ich glaube, ich gehe mal runter. Oh, da kommt noch eine ganze Horde. Ah, da ist noch ein Elite-Boss. Ladewaffe nach. Jawohl. Oh mein Gott, sind das viele. Ah, leider keinen getroffen. Ah doch, er brennt. Oh Mist. Schnell heilen. Ah, den haben wir auch gleich. Da kommt er runter. Und erledigt. Cool. Jetzt haben wir den Strategen und sämtliche Pläne der Outcasts sind vereitelt. Nicht nur die militärischen. Ich bin mir sicher, dass Kelso ihn im Handumdrehen zum Reden bringt. Oh, ein schönes Level Up. Eine Waffenkiste, das nehme ich doch gerne. So. Nebeneinsatz entdeckt. Kann ich hier irgendwo hoch? Hier wahrscheinlich. Falls Sie mehr über die Outcasts wissen wollen, habe ich hier was, das Sie sich ansehen sollten. Ah, okay, kann ich nicht. Gut, dann schauen wir uns das Video mal an. Alles klar? Bist du bereit? Okay, Mann. Emmeline wird von deinem Mut erfahren. Werden sie alle. Vergesst mich nicht. Niemals, Bruder. Yeah! Haltet ihn auf! Oh.
Ja, ne? Ganz schön explosiv das Ganze. Und hier kann ich nicht durch. Ja gut. Dann begeben wir uns mal fix zum Campus und sprechen mit Henry Hayes. Mal schauen, was der Gute zu sagen hat. Didi. So, lieber Henry, was gibt's? Kommen Sie rein. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Letzten Monat haben sich einige Leute, die mit meiner Führung nicht einverstanden waren, entschieden, es auf eigene Faust zu versuchen. Die Outcasts haben sie ständig schikaniert. Aber nun glauben wir, dass ein Angriff bevorsteht. Ich habe ein paar Leute geschickt zu ihrem Schutz. Doch ein Agent würde sehr helfen. Nicht nur wegen der zusätzlichen Feuerkraft. Sie haben viel für uns getan. Mit Ihrer Hilfe könnten wir Sie überreden, zurückzukommen. Der Siedlung noch eine Chance geben. Bevor es zu spät ist. Okay. Müssen wir wieder mal die Kohlen aus dem Feuer holen? Einsatz abgeschlossen. Nebeneinsatz entdeckt. So, was haben wir denn jetzt? Mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, na, für heute war es das auch schon wieder, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.